Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu True Fear Forsaken Souls. Und ich bin nicht schlauer als vor 2 Minuten, als ich nämlich die letzte Aufnahme beendet habe. Wir müssen hier noch irgendwas tun. Hier ist noch irgendeine Aktion verfügbar und ich weiß zum Teufel nicht, welche. Und ich weiß vor allen Dingen nicht, was zu tun ist. Wir haben noch 2 Orte, wo wir was tun müssen. Das ist einmal hier in der Zisterne. Da weiß ich nicht, was zu tun ist. Und da, wo wir gerade sind, wäre auch noch was zu tun. Ich hänge wirklich. Hier ist wahrscheinlich der letzte Totenkopf, den ich aber noch nicht holen kann, weil ich das nicht aufbrechen kann. Hier haben wir, ja, ne, eine alte Statue, wo sich Holly wundert, dass sie mittelalterlich ist. Und da hinten, da können wir auch noch was tun. Ja. Steingemeißelt. Da können wir theoretisch auch noch was tun. Hier ist nämlich eine verrostete Maske. Und ich kann die sicherlich irgendwie entfernen. Ich habe aber verdammt nochmal nichts in meinem Inventar, womit ich das entfernen könnte. Die Säge geht nicht, der Dolch geht nicht. Wobei ich ja da denken würde, mit einem Dolch müsste es eigentlich gehen. Der Hammer geht nicht, der Nagel geht nicht. Ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Der Läufer geht nicht, auch nicht, aber mit das mit dem sollen ist mir auch noch ein vollendetes Rätsel. Ich weiß es einfach nicht. Und wir haben immer noch, ja, genau, schon viel im mittelalterlichen Europa. Der Sensenmann. Das ist ein grauenvolles Szenario, das wir hier haben. Dann haben wir hier noch Baumwurzeln, ja, wunderbar. Kann ich denn mit denen was machen? Haben wir auch schon probiert, da mit der Säge. Tut aber nicht. So, haben wir denn hier jetzt alles übersetzt? Weil wir haben dieses blöde Übersetzungsbuch noch. Aber wir haben alles übersetzt, soweit ich weiß. Dieselbe antike Sprache. Ja, dann klick mal halt mal mit diesem Buch überall hin. Ja, 7 toten Männern soll ich folgen. Ich finde das wenig attraktiv, 7 toten Männern zu folgen. Das muss ich euch jetzt schon mal sagen. So gar nicht. Ach so, haben wir da schon drauf geklickt? Ich glaube nicht. Na doch, 7 toten Männern sollst du folgen. Das ist makaber. Finde ich, wirklich? Toten Männern zu folgen, finde ich absolut nicht attraktiv. Dass es ein Tor ist, ja, das ist mir auch schon klar. Was zum Teufel ist hier zu tun? Ich habe nicht den Anflug an. Warte mal, da? Was ist das? Das sind die Säulen. Tja. Die Säulen wurden aus Beton hergestellt. Warum hat sich jemand die Mühe gemacht und ein Haus auf diesen Friedhof? Ja, ich glaube mal, dass das ein alter Ritualplatz ist. Möglicherweise wurde die Mutter auch hier geschwängert. Was ich fies finde, ist, dass mir Katie keinen Tipp gibt. Dann hier auf diesem Kreuz stand irgendetwas. Aber auch da weiß ich nicht, was zu tun ist. Irgendwas müsste man da draufstellen. Der Größe nach könnte es der Läufer sein. Aber. Nee, ich habe keine Ahnung, echt. Ich finde, so Nagel würde sich ja auch machen. Soll da etwa der Läufer drauf? Das kann nicht sein, oder? Auch nicht, natürlich nicht. Totenköpfe kann ich nicht fassen. Ich habe keine Ahnung, was zu tun ist. Wir gucken noch mal in den Hinweisen. Gut, da haben wir eine Wegbeschreibung gefunden. Nur die, die ihren Weg kennen, können das Labyrinth durchqueren. Die ersten beiden Male musst du nach links gehen. Die nächsten beiden Male nach rechts. Tja. Wartet mal in dem. Aber da gibt's nichts mehr. Da ist eine verschlossene Tür. Die Tür ist abgeschlossen, ja klar. Das haben wir alles schon. Das Kleid. Ja, der Vater, den es eigentlich gar nicht gab. Da kommen wir immer noch nicht rein. Verrostet. Dann, was ist denn hier zu tun in dieser Zisterne? Da komme ich dann wieder hier rein. Okay.
den Magneten basteln. Ach, wartet mal. Na, nee. Ich meine, wo der Magnet ist, mit dem wir magnetisieren können, ist ja schon auch klar. Der befindet sich in der Werkstatt und die Werkstatt ist, glaube ich, hier. Aber auch hier gibt es irgendwie nichts mehr zu machen. Da gibt es nur den Magneten. Aber dazu bräuchte ich diesen Zeiger, den ich nicht habe. Ich hänge total. Ich weiß es wirklich nicht. Und die böse Katie gibt mir keinen Tipp. Wisst ihr es schon? Ich habe echt keine Ahnung. Ich kann ja auch nichts kombinieren. Ich habe immer noch dieses blöde Wörterbuch. Gibt es noch irgendwo einen Text, den ich übersetzen muss? Das haben wir ja auch schon erledigt. Ah, warte mal. Ich erinnere mich, als Großvater eine Lampe auf unserem Bauernhof installiert hat. Es war, als wäre es unser eigenes Haus, aber den Strom haben wir doch schon. Und vielleicht einen Baum sägen? Naja, auch nicht. Hat irgendwas in diesem Baumhaus zu tun? Da geht das Licht nicht. Die Glühbirne scheint in Ordnung, allerdings gibt es keine Stromverbindung. Aber ich kann hier nirgends eine Stromverbindung legen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Da ist diese Zisterne. Das kann man nicht reparieren. Die Räder sind kaputt. Hier ist das Stromkabel für zum Baumhaus. Aber mit dem kann ich jetzt auch nichts machen. Da kann ich auch nicht runtergehen. Sollte ich irgendetwas getan haben, was es mir völlig unmöglich macht, weiterzukommen? Mal hier noch was übersehen? Ich glaube aber nicht. Nee, das ist genau der gleiche Text, den sie sonst auch sagt. Das Kätzchen haben wir quasi auch schon. Das hat uns ins Vögelchen gebracht. Das Kätzchen brachte das Vögelchen. Ich habe keinen blassen Dunst. Hier gibt es auch nichts mehr. Das haben wir quasi auch fertig. Was ist hier noch zu tun? Da kann ich bloß wieder rein. Wasser? Ne. Verflixt aber auch. Habe ich hier irgendwas übersehen? Lass noch mal genau gucken. Diesen blöden Elefanten gerichtet. Da haben wir das Übersetzungsbuch für gekriegt. Tja, dem Kompass fehlen immer noch einige Teile. Wo finde ich die? Wieso hast du mir keinen Tipp, Katie? Ich weiß nicht, was hier zu tun ist. Hilfe! Nee. Hilfe! Nagel. Kann ich denn irgendwas mit dem Nagel machen? Hammer, Nagel, Hammer, Dolch. Ich weiß es nicht, echt. Keinen blassen Dunst. Fehlt mir irgendwas? Kann ich denn mit diesem Wörterbuch hier noch was werden? Nein, kann ich natürlich nicht. Aber das, was wir noch im Inventar haben, finde ich schon merkwürdig. Den Baumwurzeln kann ich auch nichts machen. Hätte ja wirklich gedacht, dass man da vielleicht sägen kann. Aber nein. Jetzt hier überall alles ausprobieren. Warte, hast du gerade den Kopf bewegt? Ja, ich habe schon Halluzinationen. Ich säge dir den Kopf ab. Ah! Mein Gott! Nagel! Nur noch draufschlagen, juhu!
Manchmal muss man einfach, verdamm ich aber auch, sieben. Manchmal muss man einfach, glaube ich, puh, ja, einfach ausprobieren. Jetzt können wir hier hin und können diese Dinger drauflegen. Okay, jetzt machen wir das mal. Jetzt müsste ich sie ja nehmen können. Hier muss die richtige Reihenfolge gefunden werden. Wenn der Totenkopf in der richtigen Reihenfolge betätigt wird, dann wird er in dieser Position bleiben. Ich habe keine Ahnung, was es mir sagt. Hier muss die richtige Reihenfolge gefunden werden. Wenn der Totenkopf in der richtigen Reihenfolge betätigt wird, dann wird er in dieser Position bleiben. Kann ich die irgendwie tauschen? Tja, wenn man das jetzt wüsste, gell? Die richtige Reihenfolge. Also da würde ich denken, dass ich irgendeinen Hinweis brauche. Warte mal, wie war das? Zweimal links? Ah, okay. Seid ihr jetzt die richtigen? It's a mystery. Was heißt es, wird er in dieser Position bleiben? Also 1, 2, 3, 1, 2. Heißt das, dass das jetzt die richtige Reihenfolge ist, wenn die Dinger leuchten? Jetzt geht das wieder los. Wird er in dieser Position bleiben? Ja. Okay. Okay, jetzt bleibt er in dieser Position. Alles klar, jetzt habe ich es begriffen. Duck, duck, duck. Ich weiß gar nicht, ob ich da rein will, muss ich mal ehrlich sagen. Okay, gut. Wunderbar. Chuck, 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 chuck. Natürlich wird es wieder der Letzte sein. Das war doch klar. Die hätten auch schreiben können, würde leuchten. Dann wäre das eigentlich einfacher zu begreifen gewesen. Jetzt einer, dieser oder der andere. Chuck, 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 chuck. Yeah! Es kann nach links, rechts oder links gedreht werden und kommt dann immer wieder zurück in seine ursprüngliche Position. Die Kombination besteht aus einer Serie von Rechts-Links-Befehlen. Also dann, das war zweimal links, zweimal rechts, ne? Genau. Zu guter Letzt gehe zweimal nach links und dann durch die rechte Tür. Nur die, die den Weg kennen. Die ersten beiden Male musst du nach links gehen. Die nächsten beiden Male nach rechts. Also, zweimal links, zweimal rechts, zweimal links. Okay. Zweimal rechts, zweimal links und dann geht's durch die Tür und wir folgen wahrscheinlich... Yes. Wollen wir da durchgehen, Leute? Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich da durchgehen will. Aber ich muss. Ich muss da durch. Also dann, gehen wir da mal rein. Sarg. Aus Stein gemeißelt. Und ein Mechanismus, mit dem er geöffnet werden kann. Okay. Tja, ich frage mich, wie lange diese Fackeln brennen können. Das frage ich mich auch. Was haben wir hier? Orientierungspunkte, um die Schalter richtig zu drücken, brauche ich. Okay. Und hier brauchen wir ein Schloss. Nein, es geht von selber auf. Ja, glaube ich das. Hehe. Gut so. Mehrere Zahnräder fehlen, also müssen wir Zahnräder finden. Mal gucken, was hier steht.
Gibt's Neuigkeiten? Geschichte, komm her. Ein Friedhof unter deinem Haus ist eine Floskel, solange es dir nicht selbst passiert. Jemand hat sich die Mühe gemacht, ein modernes Haus auf einem Friedhof zu errichten. Ah! Was passiert da? Ach nee, okay. Übernatürlich gesehen sieht dies alles sehr böse aus. Der Bau eines mit einem Fluch belegten Hauses und dann eine Familie anzulocken, darin zu wohnen. Der Preis, den die Laudius für das Haus haben wollte, lag weit unter dem Marktpreis und das nur wegen unserer Mutter. Sie muss irgendwie darin verwickelt gewesen sein. Ist das Mädchen ein Geist? Ist sie unsere tote Schwester? Ich bin mir sicher, dass sie real ist und das ergibt genauso viel Sinn wie ein Friedhof unter einem Haus. Okay. Gut, hier müssen wir irgendwas tun, aber wir wissen noch nicht was. Was haben wir hier? Haben wir mal einen Schraubenschlüssel? Was ist das hier? Ein Zepter? An zwei Halterungen befestigt. Es gibt doch sicherlich einen Weg, sie zu öffnen. Jetzt nehmen wir erstmal den Schlüssel. Welchen Schlüssel ist das? Ein geheim Großvaterschlüssel. Ich glaube, dann weiß ich, wo wir da tun, was aufkriegen. So, kann ich das mit dem Dolch tun? Nein. Mit der Säge? Auch nicht. Mit dem Schraubenschlüssel? Auch nicht. Großvaterschlüssel sicherlich auch nicht. Hier haben wir, als erstes muss ich das richtige Muster finden. Ja, okay. Aber wir haben zumindest schon mal einen Schlüssel. Kann ich da wieder irgendwas mit den... Sind da wieder geheime? Nein, da kann ich nichts übersetzen. Das Buch habe ich ja immer noch, aber ich kann hier nichts übersetzen. Die Fackeln... So, lass mal schauen. Hier haben wir vier so Dinger. Müssen irgendwie diesen Sarg aufkriegen. Keine Ahnung, wer da drin liegen wird. Kerze. Dunkle Dahlia. Du hast eine Sammlerfigur für deine Kollektion gefunden. Die dunkle Dahlia. Ja, komm, das gucken wir uns jetzt an. Über die haben wir ja noch nicht so viel erfahren. Unheimliches Mädchen. Ich weiß nicht viel über Halluzinationen, aber sie kam mir doch sehr echt vor. Allerdings nicht menschlich. Und genau das jagt mir fürchterliche Angst ein. Zunächst schien es, als würde sie mich ignorieren, doch im Keller schaute sie mich direkt an. Es kann nicht der Geist meiner Schwester sein, denn sie sah ihn auch. Wie dem auch sei, ich glaube nicht an Geister. Was auch immer sie ist, dies ist kein normaler psychologischer Zustand. Haben die versucht, irgendjemanden wiederzubeleben? Ich brauche irgendwelche Orientierungspunkte, um die Schalter richtig zu drücken. Da ist was. Da, eine Aussparung in Form eines Springers. Ah, guck an. Dann ist hier der Läufer, oder? Ja, dann die Dame. Und dann müssen wir jetzt noch Schachfiguren finden. Hier ist der König. Dann muss hier der Läufer sein. Okay, also dann tun wir hier den Läufer rein. Gut. Aber das nützt mir noch nicht viel. Ich brauche noch die anderen. Da fehlen Zahnräder. Okay. Dann lass uns in den nächsten Raum gehen. Ach du Jesus. Ah, da ist wieder ein. So. Ein Schild. Ein. Mal gucken, was wir hier so alles finden. Einen Krug. Das ist kein Krug. Ich hätte das jetzt für einen Krug gehalten. Komm her. Ne? Komm her, Harfe. Violine. Komm. Komm zu mir. Komm zu mir. Schon wieder mal ein Schuh. Ich habe einen Schuh gefunden, die Sonne. Eine alte Schriftrolle. Eine alte Schriftrolle, her damit. Wo ist der Krug? Wo ist denn der Krug? Du bist kein Krug? Erstaunlich, ich hätte dich wirklich für einen Krug gehalten. Der ist die Uhr. Ein Grammophon, was man da so alles findet. Grammophon, nein, du bist, ah, okay. Da ist das Grammophon. Der Ritter. Ein Tintenfass? Ne, du bist kein Tintenfass. Ein Korb? Du bist der Korb?
Du bist das Tintenfass? Nee, wo bist Tintenfass? Tintenfass, Tintenfass. Wo ist ein Tintenfass? Erstaunlich, dass ich den Krug nicht finde. Tintenfass, wo ist ein Tintenfass? Ich finde kein Tintenfass. Hallo. Du bist die Flasche. Du bist nicht der Krug. Schaufel, Buch, Buch ist hier. So, jetzt brauche ich bloß noch den Krug. Ich finde den Krug nicht. Wie sieht denn bei denen ein Krug aus? Ja, glaube ich das? Ein Krug. Das ist nicht der Krug. Ich hätte gedacht, dass er das ist. Das ist es auch nicht. Das ist Aladins Wunderlampe hier. Das ist auch der Krug. Auch kein Krug. Steht hier noch irgendwas rum? Nee. Hallo? Du bist der Krug. Okay. Ja, wunderbar. So. Milchkännchen. Pinsel. Tasse. Brille. Zange. Okay. Und jetzt habe ich eine Bürste. Okay. Im Grunde ist ein riesiger Riss. Mein Gott. Seltsam, es scheint, als würde sich was darunter befinden. Unter einem riesigen Riss befindet sich was. Gut, das können wir nicht bürsten. Dann gucken wir erstmal weiter. Ich befürchte, dass dies die Überreste des Immobilienmaklers sind. Sein Name, dessen Auto immer noch draußen steht. Man kann ihn kaum noch erkennen. Aber ich glaube, dass sein Name Gary war. Oh Mann. Ich habe das Mädchen bis zum Brunnen verfolgt, aber als ich meine Hand nach ihr ausstreckte, drehte sie sich um und ihr Gesicht. Es war das Gesicht meiner kleinen Angie, allerdings war es fürchterlich entstellt. Ich habe mir beide Beine gebrochen. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich höre sie im Nebenzimmer. Ich kann ihre Schatten an der Wand sehen. Sie sucht nach mir. Bitte, hilf mir. Oh, es ist so schrecklich. Moment mal. Auf dem Notizbuch steht Laudius, Laudius Immobilien. Haben Sie ihn etwa absichtlich hierher geschickt? Ja, man sollte es meinen. Ich möchte ihn nicht anfassen. Das ist schrecklich. Du möchtest ihn nicht anfassen? Geh mal mit der Bürste ran. Nee. Aber Holly, du musst. Da ist bestimmt was, was wichtig ist. Nein, ich zersäge ihn jetzt nicht. Wir gucken erstmal weiter. Wer bist du denn? Dieses Buch muss von woanders geöffnet werden. Okay. Hier fehlt eindeutig die Krähe. Du möchtest ihn nicht anfassen. Ein alter, zerbrochener Cricketschläger. Das ist schrecklich, ja, das finde ich auch. Kannst du den Cricketschläger nehmen? Gary, gehörst du irgendwie zu dieser merkwürdigen Familie, die das alles zu verantworten hat? Ein riesiger Riss. Schraubenschlüssel. Ich denke, wir gehen jetzt mal mit Großvaters Schlüssel um die Wege. Hier ist was zu tun. Großvaters Schlüssel. Nee, warte mal. Das war. Geh mal zurück, Honey. War nicht hier irgendwo noch was, was verschlossen war? Was Großvater immer zugeschlossen hatte? Ne? Dann war das hier, oder? Genau. So, die Tür ist abgeschlossen. Ja, sehr schön. Ein Glas? Ja, wunderbar, wir haben Glas. Und wir haben Großvater. David, unser Großvater. Mein Großvater und ich verstanden uns sehr gut. Er war, beziehungsweise versuchte er, auf einfachem Fuß zu stehen. Er war, beziehungsweise versuchte er, auf einfachem Fuße zu stehen, zu leben. Okay. Also ich lese nicht nur wie im Besen, ich finde die Texte auch manchmal etwas verwirrend.
Von ihm habe ich auch den Drang, direkt Dinge zu reparieren, geerbt, anstelle einfach davonzulaufen. Als meine Mutter starb, verdächtigte er jeden, ganz besonders jeden der Laudius-Familie. Er hat mir seine Hintergründe nie verraten, aber ich nahm an, dass er jemanden brauchte, dem er die Schuld zuschieben konnte. So, sonst noch irgendwas hier? Nein, aber wir haben jetzt das Glas. Wenn ich ein Glas habe, kann ich in die Küche gehen und mit dem Glas ein Glas Wasser holen. Yes. So, und wenn ich das habe, kann ich in die Zisterne gehen und kann. Ach nee, mir fehlt noch, verflixt aber auch. Etwas fehlt mir noch, genau, nämlich dieser Zeiger. Dann gehen wir mal hier hin. Der Griff fehlt und ich habe den Griff nicht. Gut. Gibt es hier sonst noch was zu tun? Ah, genau. Komm mal her, Schraubenschlüssel. Ja, wunderbar. So, jetzt nehmen wir das Kreuz runter. Ich habe ein Kreuz. Ja, schön. Toll. Ich habe ein Kreuz. Das finde ich cool. Damit kann ich aber hier sicherlich nichts machen. Das hat so viele einzelne Schauplätze hier, dass man wirklich echt vergisst, wo was zu tun ist. Vor allen Dingen, wenn man, ja, wenn man schon so lange, so viel zwischendrin so viel andere Dinge gemacht hat. So, jetzt gehen wir es nochmal hierher. Ich kann es, kann ich das mit dem Kreuz? Ne, das kann ich nicht mit dem Kreuz. Komm her. Das Buch muss von woanders geöffnet werden. Ich frage mich, was es mit diesem Cricketschläger auf sich hat. Komm, Kreuz? Nein, natürlich nicht. Was hat es mit diesem Cricketschläger auf sich? Hat der den Cricketschläger genommen, um sich zu verteidigen? Oder aber hat er den Cricketschläger genommen, um. Wurde er dadurch verletzt? Das ist mal eine gute Frage. Da oben, Tageslicht. Das ist der Brunnen aus dem Garten. Ja. Hand des Jäger, ja, das ist wahrscheinlich dieser Brunnen. Und hier können wir noch ein bisschen, ja, also dann gucken wir hier mal weiter. Besen, Besen, seid's gewesen. Dich nehmen wir mit. Einen Helm, das bist du. Eine Aktentasche. Ein Hiha-Hammer. Wo ist der Hammer? Hammer in the evening. All over this world. Die Zahnräder. Die Trommel. Oh, diese Musik. Da soll sich mal einer konzentrieren können. Hier ist die Lötlampe. Nein, Hilfe! Kamera. Hilfe! Oh, gut. Meine Güte, jetzt haben wir hier aber bald wirklich alles. Kompass. Kompass, Kompass, Kompass. Hier finde ich jetzt den Kompass. Unter Umständen Panzerhandschuh. Da ist der Kompass. Ja, da brauche ich doch eigentlich kein Basteln, oder? Hier ist die. Aha, diese Musik. Hilfe! Den Dolch. Jetzt haben wir hier wirklich bald alles leer. Das Schiff. Die Lampe. Das Mädchen. Und jetzt? Wir haben Zahnräder. Und irgendwo haben wir Zahnräder gebraucht. Ja, ich glaube, genau. Lass gucken. Zahnräder. Hier fehlten irgendwo Zahnräder. Also dann rein damit. Wenn ich doch bloß den Riegel verschieben könnte. Oh, Leute. Das ist etwas, was ich gar nicht kann. Was müssen wir da jetzt tun? Du bist ein Schieberätsel, oder? Genau, du bist ein Schieberätsel. Okay. Also allzu viel kann ich da ja nicht verschieben. Warte mal. Du musst hier eigentlich weg. Oh Mann.
Oh Mann, das sind so Schieberätsel, Leute, da werden wir bestimmt. Die roten kann ich nicht verschieben. Oh, da bin ich ganz schlecht, da bin ich ganz schlecht. Da bin ich wirklich nicht gut. Da bin ich gar nicht gut. Warte. Okay. Ja, aber weiter komme ich da dann nicht. Wartet, wartet, wartet. Das kriege ich hier aber nicht weg. Doch, das kriege ich auch weg. Lass mal gucken. Das kann ich da nicht rüberschieben. Was ja blöde. Okay, wir lassen es lösen. Da habe ich jetzt echt keine Lust drauf. Ja, ich wusste, dass wir hier noch irgendeine Figur finden. Das war aber auch schon alles, oder? Mehr ist hier nicht. Okay, wen haben wir denn? Wir haben die Dame. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Dame war hier. Yes, okay, also dann rein mit der Dame. Ich bin mal gespannt, was wir mit diesem Kreuz machen können. Glas Wasser. Mir fehlt aber noch Verflixung. Hier ist nicht mehr zu machen. Das ging ja wirklich bloß um die Dame. Okay. Dann wieder hierher. Muss ich den doch irgendwie anfassen, den armen Gary? Zerbrochener alter Cricketschläger. Oh, schrecklich. Ich will ihn nicht ansehen. Tja, was ist mit, hat es jetzt mit diesem Cricketschläger auf sich? Keine Ahnung. Aber ich glaube auch, dass wir hier wahrscheinlich mit ihm gar nichts mehr machen können. Das muss ich von irgendwo anders öffnen. Hier dieser Riss. Wie komme ich an diesen Riss? Nee. Dolch? Auch nicht. So, wo können wir denn noch hingehen? Wo gibt es noch was zu erledigen? Ich kann den aber immer noch nicht bauen. Tja, dem Kompass fehlen immer noch einige Teile. So bedauerlich das ist einfach so. Da fehlen noch Teile. Tja. Gibt es denn irgendwo? Mensch, ich habe so einen blöden Zeiger, habe ich schon gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo. Lass uns mal einen Tipp geben. Gib uns mal einen Tipp. Herzallerliebste Katie, gibt uns keinen Tipp. Ich häng schon wieder. Kannst du uns hier einen Tipp geben? Auch nicht. Tja. Und hier von oben scheint Tageslicht herein. Da haben wir einen Riss. Den Cricketschläger. Was kann ich mit dem Cricketschläger anfangen? Ne. Das Wasser? Natürlich nicht. Das brauchen wir für einen Kompass. Ich habe schon wieder keinen Plan.
Ich denke mal, dass das der Mechanismus ist, mit dem wir dann später dieses Buch öffnen können. Ich versuche es nochmal mit dem Dolch hier. Mit der Säge, nein. Mit dem Wörterbuch schon überhaupt nicht. Mit der Bürste, ja wohl eher auch nicht. Das Kreuz. Warte mal, wie ist denn das mit der Maske? Da haben wir aber nichts zu tun. Hier können wir noch irgendwas tun. Ja, ich glaube wirklich. Dass ich irgendwas mit dieser Lampe machen muss, aber ich habe keine Ahnung, was. Wie bitte kriege ich hier Strom hin? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, ihr Lieben, Katie will uns auch nichts sagen. Ich glaube, dass wir einfach in der nächsten Folge weitermachen. Wir sind jetzt schon fast bei 40 Minuten. Guckt ihr mir zu, wie ich rumirre? Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, Mitleiden vor allem auch. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.